alles genauso machen, einfach immer an sich selbst glauben und seinen eigenen Weg gehen. Cool. Knackig. Gibt's irgendwas, wo du sagst, würde ich noch gern loswerden? Nee. Was Spannendes über ein paar Fälle, was aktuell ist. Dann würde ich gerne, darf nicht viel erscheinen. Hi, ich bin Silja, ich bin 22 Jahre alt, spiele hier im WTHC Hockey und bin Kriminalkommissarin. Ja, zum Beruf bin ich gekommen, weil ich auf keinen Fall einen langweiligen Bürojob haben wollte und dadurch einfach was super Spannendes bei der Polizei gefunden habe. Und beim Hockey bin ich über meinen älteren Bruder gelandet, der eben schon früh mit Hockey angefangen hat und ich durfte dann nicht auch am Schläger ausprobieren. Es ist nicht immer ganz einfach, man braucht ein bisschen Organisationstalent, ein gutes Zeitmanagement. Aber Hockey ist für mich einfach ein großartiger Ausgleich zum Berufsleben. Ich würde sagen, ich bin relativ gut organisiert und auch einfach an sich ein sehr gelassener, ruhiger Mensch. Wie das aber natürlich meistens so ist, wenn man vieles unter einen Hut bringen will, wünsche ich mir immer mehr Zeit und versuche da einfach alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, was mir meistens nicht ganz gelingt. Auf jeden Fall im Team zu arbeiten. Ist was, was man auf der Arbeit täglich braucht, was man über den Sport und auch über Hockey extrem gelernt hat. Dann haben wir hoffentlich die eine oder andere Saison der zweiten Bundesliga hinter uns schon, weil das unser großes Ziel ist seit langem. Und ich arbeite hoffentlich immer noch als Kriminalkommissarin. Alles genauso machen, einfach immer an sich selbst glauben und seinen eigenen Weg gehen.